dem ersten Punktspiel in dieser neuen Saison wollen wir mal eine dritte Seite hören. Wir haben hier Kilian Hinterdobler, einen der Offiziellen auf dem Eis. Kilian, wir möchten von dir natürlich jetzt nichts zu diesem Spiel speziell wissen, aber wie war das heute? Du hast jetzt DNL gepfiffen, du fallst sonst schon mal Oberliga. Neulich war auch ein Testspiel, wo eine Partei DL gespielt hat. Was sind da die größten Unterschiede so für euch? Ja, also DNL ist natürlich auch schnelles Tempo, zum Unterschied der Oberliga ist schon Unterschied. Letztens mit der DL-Mannschaft von Iserlohn war auch nochmal eine Erhöhung zu merken. Und natürlich ist es egal, welche Mannschaft da auf dem Eis ist, wir geben immer unser Bestes und vom Tempo her merkt man natürlich schon Unterschiede. Und, als Linesman seid ihr ja eigentlich dann auch immer dafür zuständig, Streithähne auseinanderzubringen. War ja heute dann auch wieder. War da für dich schon mal eine brenzlige Situation? Nee, also wir achten erstmal darauf, dass die Sachen wechseln, die anderen Spieler nicht eingreifen. Und sobald die am Boden liegen, greifen wir ein. Und so habe ich jetzt noch keinen Spieler angegriffen oder ähnliches. Bis jetzt war alles in Ordnung. Naja, angreifen wäre der auch nicht so gut, aber man kann ja so im Gerangel dann vielleicht doch schon mal eine Faust abkriegen oder so. Nee, das ist noch nicht vorgekommen. Wann und wie entstand überhaupt dein Wunsch, eine Schiedsrichterlaufbahn einzuschlagen? Ich meine, Schiedsrichter sind nach dem Spiel ja oft der Buhmann. Ja, das ist richtig. Ich habe mit 16 Jahren angefangen, das war noch im LEV Bayern. Ich komme ursprünglich aus Bad Tölz und habe dann da ein Jahr gemacht. Anfangs war es neben dem selber spielen, habe mir gedacht, ein bisschen Geld dazu verdienen. Und dann das nächste Jahr darauf war dann in NRW, das nächste Jahr. Und dann musste ich mich entscheiden fürs Schiedsrichter beim DEB oder fürs Spielen. Ich habe mich dann für Schiedsrichter entschieden, weil es mir richtig Spaß gemacht hat. Ich habe die Regeln mal anders kennengelernt. Ich war auf der anderen Seite, habe dann die Schiedsrichter auch verstanden und so bin ich jetzt beim Job Schiedsrichter. Und was sind deine Ziele so als Schiedsrichter? Natürlich ist DEL mein Ziel. Ich hoffe, ich komme dahin, gebe natürlich mal mein Bestes. Ich hoffe, ich beweise mich auch ab und zu dazu. Und, ja. Hast du schon mal ein Turnier gepfiffen? Am Anfang so kleine Schülerturniere mit den kleinen Bambinis und so, aber so ein größeres Turnier ist nicht. Ja, aber so mit den Bambinis sind dann auch mehrere Spiele am Tag. Ja, und genau, so drei Spiele sind das dann, meistens vormittags, zu Ordnung. Seid ihr am liebsten so eine eingeschworene Gemeinschaft, also du immer mit demselben Partner? Oder? Ja. Also wir haben unseren festen Partner im DEB-Bereich, mit dem sind wir dann das ganze Jahr unterwegs. Der Hauptschiedsrichter ist natürlich immer ein anderer. Und, ja. Wie verbringen Schiedsrichter die Sommerpause? Habt ihr irgendwie auch spezielle Trainingscamps? Ja, wir haben Lehrgänge, das sind drei Tage in Füssen. Und da müssen wir auf dem Eis zwei Tests machen, das ist einmal eine große 8 und GPS-Tests. Und dann noch Turnhallentest und dazu kommt ein Regeltest. Dafür müssen wir uns natürlich vorbereiten. Es gibt Trainingscamps, dann in Pilsen zum Beispiel oder Zweibrücken. Und da können wir mitmachen, auf dem Eis sein und uns vorbereiten. Und bereitet man sich auch auf so ein Spiel speziell vor oder läuft man sich nur ein bisschen ein? Nee, also wir sprechen natürlich vor dem Spiel in der Kabine darüber, auf was wir achten, welche Spieler da besonders vielleicht mal Ärger machen. Und sonst, wir gehen ins Aufwärmen vom Spiel und das war's auch schon. Es wird in der DEL ja seit letzter Saison durchgehend im Vier-Mann-System gepfiffen. Ja, was hältst du oder was haltet ihr Schiedsrichter so davon? Ja, also wir sind davon überzeugt, weil es ist natürlich wieder ein Mann mehr auf dem Eis, der vielleicht doch das andere mehr sieht. Und ich denke, das ist der richtige Weg, der eingeschlagen wird. Wunderbar, dann wünschen wir dir für deinen Weg und euch, den Schiedsrichtern allgemein, weiterhin immer ein gutes Auge. Alles und gut. Gerechte Entscheidung. Gut, danke.